Herzlich willkommen zum Rückblick auf das Kunstjahr 2019. Das Jahr, in dem es die 58. Kunstbiennale in Venedig gab, die aber eher wenig überzeugte. Das Jahr, in dem 100 Jahre Bauhaus und der 350. Todestag von Rembrandt in zahlreichen, auch spektakulären Ausstellungen gefeiert wurde. Und das Jahr, in dem sich der Mauerfall zum 30. Mal jährte. Land auf, Land ab wurde Bilanz gezogen. Wie steht es mit der Wiedervereinigung, dem Zusammenwachsen von Ost und West, auch in der Kunst? Dieser Frage widmen wir uns jetzt, ausgehend von zwei Ausstellungen, die sich dezidiert mit ostdeutscher Kunst beschäftigen. Es geht ein Riss durch die gute Stube. Via Lewandowskis Neuauflage seines Berliner Zimmers in Leipzig. Untertitel: Geteiltes Leid ist halbes Elend. Ostkunst vor und nach der Wende. 30 Jahre nach Mauerfall, dem Moment, als alles unaufhaltsam ins Rollen kam, dem Point of No Return. Titel der Ausstellung im Leipziger Museum der Bildenden Künste von Juli bis November. 300 Bilder, Plastiken und Installationen von mehr als 100 Künstlern. Das gab es in solch einem Umfang noch nicht. Sie dokumentieren die Jahre des Umbruchs, den Niedergang der DDR, den Mauerfall, die Wiedervereinigung. Doch aus den wenigsten Bildern spricht Euphorie. Eher ein Gefühl der Verlorenheit, manchmal sogar des Schmerzes. Etliche wütende und verzweifelte Bilder werden gezeigt. Kraftvoll vor allem jüngere Maler wie Roland Borchers und Lutz Friedel. Er muss sich nach der Wende erst einmal einfinden. Das war ja wie eine Amputation. Das war nicht die Amputation von der DDR, sondern das war die Amputation von Freunden, von Kollegen, von Lebensumständen. Denn das Leben im Westen war absolut anders. Und wir Künstler, sie kamen aus diesem warmen Nest der Alimentierung auf dem freien Markt. Den westlichen Blick auf die DDR-Kunst neu ausrichten will man im Düsseldorfer Kunstpalast. Utopie und Untergang heißt die Schau. Sie fokussiert sich auf 13 DDR-Künstler. Das Spektrum reicht von den sogenannten Staatsmalern bis hin zu den vom Staat Geächteten. Ich musste ja in 24 Stunden die DDR verlassen. Das heißt, ich konnte nur ein paar Bilder als Rolle mitnehmen. Da gibt es also diese Körperinszenierung, weshalb sie mich auch nicht in den Verband der bildenden Künste aufgenommen haben. Ich habe gesagt, Performance ist auch Kunst. Das war für die in meiner Zeit nicht Kunst. Es wurde als Müllkunst betitelt. Für das System war Cornelia Schleime zu unkonventionell. Jahrelang wurde sie beschattet. Ihre Stasi-Akten hat sie nach der Wende zu Kunst verarbeitet. Dann gab es die, die sich mit dem politischen Regime arrangiert hatten. Und manchmal auch mehr als das. Noch zu DDR-Zeiten im Westen bekannt und geschätzt, Wolfgang Mattheuer. Er darf sogar auf der Documenta in Kassel ausstellen. Ebenso wie Werner Tübke, Willi Sitte und Bernhard Heisig. Heisig malte sogar ein Kanzlerporträt, Helmut Schmidt. Nach dem Mauerfall wurde es jedoch still um die Ostkünstler, vor allem im Westen. Die Düsseldorfer Ausstellung richtet sich an ein Publikum, das kaum noch etwas über DDR-Künstler weiß oder die historischen Zusammenhänge. Der Übergang heißt das Bild von A.R. Penck, gemalt 1963, zwei Jahre nach dem Mauerbau. Da läuft eines der für Penck so typischen Strichmännchen über ein Seil zwischen zwei Blöcken und verbrennt sich die Füße. Eine Mattheuer-Bronze bringt das Dilemma der DDR-Künstler 1981 auf den Punkt. Das ist natürlich eine Plastik, die, finde ich, eine starke Parabel hat, weil wir durften eigentlich nicht unser wahres Gesicht zeigen. Man sieht alles. Das ist diese ollen Ostschuhe, hier noch diese Faust, wo man das Gefühl aber hat, mir reicht's jetzt. Und zugeschaltet sind mir jetzt die jeweiligen Kuratoren der Ausstellung, Steffen Krautzig vom Museum Kunstpalast Düsseldorf und Paul Kaiser für das Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Herzlich willkommen an Sie beide. Herr Kaiser, 30 Jahre nach dem Mauerfall haben Sie in Leipzig eine Fülle von Kunstwerken erstmals öffentlich gezeigt, Arbeiten von ostdeutschen Künstlern, die vielleicht auch selbst in Vergessenheit geraten sind. Warum gab es diese Ausstellung eigentlich erst jetzt? Ja, gute Frage. Das ist ja nicht so, dass es in den letzten 30 Jahren keine Ausstellung zu dieser Thematik gegeben hätte. Aber jetzt, auch im Zuge einer neuen
sagen mal, Wahrnehmungsintensität auf ostdeutsche Phänomene ist das Thema natürlich auch in einen breiteren Diskurs geraten. Und so war es dann auch möglich, in einem Museum auf so großem Platz natürlich auch diese große Ausstellung zu wagen. Sie haben Werke aber praktisch gehoben, also einen Schatz gehoben, den es zu heben galt. Warum Desinteresse an diesem Schatz so lange? Das Desinteresse an diesem Schatz oder an diesen Schätzen, sie sind ja noch nicht kanonisiert oder musealisiert in vielerlei Hinsicht, hatte zwei Gründe. Das zum einen ist das große Desinteresse des Westens gewesen an diesen Prozessen im Osten, die ja sehr komplex sind und eben nicht mit dieser Bipolarität von Staatskunst und Dissidenz sozusagen angemessen zu beschreiben wären. Und es hat einen zweiten Grund gegeben, dass eben selbst im Osten Deutschlands, also nach 89, viele, viele Museen diese Kunst erstmal in die Depots wegsperrten, sodass es überhaupt keine sozusagen Intensität einer Betrachtung diesbezüglich gegeben hat. Stichwort Desinteresse des Westens. Herr Krautzig, Sie zeigen im Museum Kunstpalast die erste Ausstellung nach 1989 mit ausschließlich ostdeutschen Künstlern im ehemaligen Westdeutschland. Das wollte ich anfangs gar nicht glauben. Woran liegt das? Das war ja mal anders. Es gab ja ein Interesse an ostdeutschen Künstlern. Zuallererst war es ja eine These, dass es kein Interesse gibt oder gab, weil vor 1989 war es tatsächlich anders. Eine staatlich gefilterte Auswahl von einer Gruppe von Künstlern war sehr oft im Westen präsent. Es war eine These, die sich tatsächlich bewahrheitet hat. Unsere Ausstellung im Kunstpalast in Düsseldorf läuft noch bis 5. Januar und wir sind natürlich dann immer sofort zu den Leuten, zu den Besuchern gegangen und haben gefragt, wie ist das denn, was sagen Sie denn jetzt? Und die meisten Leute sagen wirklich, das habe ich nicht gewusst. Also es gibt inzwischen eine Art von Neugier, eine Art von Interesse, die es in den letzten 30 Jahren nicht gab. Worin die Gründe liegen, die sind vielleicht eher gesamtgesellschaftlicher Natur, dass man jetzt 30 Jahre danach vielleicht einen Schritt zurücktreten kann, weniger emotional auf bestimmte Themen gucken kann und vielleicht auch Neugier und ein bisschen neutraler auf das Thema guckt. Und das Thema bildende Kunst ist ja nur ein Beispiel von vielen Themen aus der DDR. Das zweite Stichwort hat Herr Kaiser eben gesagt, die sogenannte DDR-Kunst wird ja oft nur in Gegensätzen wahrgenommen. Da steht die Staatskunst gegen die subversive Kunst, der Auftragskünstler gegen Dissidentenkünstler. Herr Kaiser, wie kommt es zu der bipolaren Wahrnehmung? Ja, das ist im Zuge auch der Aufarbeitung des politischen Systems, der Strukturen des Staates ja auch relativ einfach gewesen, sozusagen die Komplexität der gesellschaftlichen Zusammenhänge einfach auf die zwei entgegengesetzten Pole zu reduzieren. Und im Bereich der Künste, auch in der Kultur allgemein, sind eigentlich nicht die Pole, nicht die Polaritäten das Entscheidende, sondern das, was dazwischen sich entwickelt hat, also die Grauzonen, die Übergänge, all das, was man eben nicht auf das Etikett Staatskunst oder Dissidenz sozusagen zeichnen kann. Ich habe mich gefragt, die Kunst ist ja schon auch in einem bestimmten Kontext entstanden und dieser Kontext ist jetzt weggebrochen. Ist es hilfreich oder ist es möglich, diese Kunst unter rein ästhetischen Gesichtspunkten sich zu betrachten, Herr Krautzig? Ja, in unserer Ausstellung, diese Frage haben wir uns auch gestellt, in unserer Ausstellung kann man beides. Man kann quasi viele Informationen, die tatsächlich ein junges Publikum auch braucht. Viel Wissen ist verloren gegangen in den letzten 30 Jahren im Westen über die DDR oder über die Geschehnisse nach dem Zweiten Weltkrieg im Osten. Also man kann bei uns beides. Man kann sich das Bild angucken, aber man kriegt auch alle Informationen, die man braucht, um die politischen Hintergründe, die historischen Hintergründe zu erfahren, weil die muss man tatsächlich wissen, um die Kunst verstehen zu können. Aber wir versuchen in unserem Konzept nochmal zum Thema Bipolarität das aufzubrechen. Also unser Konzept ist 13 unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler in Einzelpositionen zu zeigen und dann eben pro Künstler auch mehr Werke, also nicht nur ein Werk von Willi Sitte zu zeigen, wo er als sozialistischer Realist nach 1963 eben zum Staatskünstler per se wurde, sondern auch die Frühwerke, die ja auch angegriffen wurden, als formalistisch kritisiert wurden. Also auch in den jeweiligen Entwicklungen der einzelnen Künstlerinnen und Künstler gibt es Brüche und Schubladen, die man sprengen muss. Wir hoffen auf die Besucher in Düsseldorf, dass das wahrgenommen wird und wir agieren auch gar nicht mit diesen Begrifflichkeiten Staatskunst und nonkonform und konform, sondern versuchen das individuell zu klären. Am Ende ist es dann natürlich auch immer die Frage, inwiefern ich Werk und Person gleichsetze oder das Kunstwerk von der Person getrennt sehen kann. Cornelia Schleimer hat sich in der Düsseldorfer Ausstellung dazu eigentlich ganz versöhnlich geäußert.
Es gibt ja DDR-Künstler, die sagen, ich könnte jetzt nie mit denen zusammen ausstellen. Aber wir sind doch hier im Jetzt. Und deshalb könnte ich mit jedem von hier auch ein Glas Wein trinken. Also, weil das Leben geht ja weiter. Man muss sich doch wieder öffnen. Man kann doch nicht, sonst ist man verbiestert, ja. Herr Kaiser, ist diese Aussage von Cornelia Steinmeier die Ausnahme oder die Regel? Sind 30 Jahre jetzt ins Land gegangen und ich habe wieder einen anderen Zugriff dazu. Also Conny Schleimer ist ja auch ein solitärs eine Ausnahmefigur in der ostdeutschen Kunstszene. So wie sie mit Radikalität, auch mit Intensität, eben dann auch im Westen eine ganz eigene Bildsprache, eine ganz eigene biografische Fortsetzung ihrer in der DDR begonnenen künstlerischen Werdens gefunden hat, das ist nicht alltäglich. Also insofern ist sie schon, sagen wir mal, eine besondere Auskunftsperson diesbezüglich. Und diese Gelassenheit, also diese Unaufgeregtheit, die findet man eben in diesen künstlerischen Kreisen eher selten, weil die Existenzgrundlagen des künstlerischen Schaffens nach 1990 durch diese bipolare Problematik, die wir angesprochen haben, eben sehr stark in Mitleidenschaft geriet. Welche Rolle spielt da denn jetzt der Abstand von den 30 Jahren Mauerfall? Egalisiert sich das jetzt, Herr Krautzig? Das ist abzuwarten. Also vielleicht ist jetzt wirklich 30 Jahre danach, Herr Kaiser hat ein wichtiges Buch herausgegeben, Gesellschaftsumsturz und Bilderstreit. Also da hat er die Stationen aufgezählt an großen gesellschaftlichen Diskussionen. Immer wenn man Kunst aus der DDR ausstellen wollte oder ausgestellt hat in den letzten 30 Jahren im Osten und im Westen, in Berlin, und so weiter. Diesen Streit, der blieb jetzt aus mit unserer Düsseldorfer Ausstellung. Also vielleicht ist das Eis gebrochen und man kann jetzt wirklich sachlich und nüchtern über die Kunst aus der DDR berichten und sie auch ausstellen im Osten und im Westen. Also alles andere ist vielleicht noch zu nah dran, um das letztlich beurteilen zu können. Aber vielleicht ist mit unserer Ausstellung sowas gelungen, dass Leute im Westen auch mehr sich mit der Kunst aus der DDR beschäftigen. Herr Kaiser, was braucht es, damit es zu einer einheitlichen Kunstgeschichtsschreibung der ost- und westdeutschen Kunst kommt und diese Trennung überwunden wird? Braucht es noch sehr vieles. Also dieses Label DDR-Kunst, das wir ja immer noch irgendwo immer mitschleppen, ist natürlich ein großes Hindernis, auch bei der Vermarktung, auch im Kunstbetrieb, in der Akzeptanz, auch international, weil es quasi die Kunst an das politische Projekt heftet. Es gab sicher Künstler, wo das zutrifft, wo wir von DDR-Kunst sprechen können. Aber das Gros der in der DDR oder der SBZ oder auch nach 1990 entstandenen Kunst ist nicht mit der DDR sozusagen in einer Zwangsheirat entstanden. Also das ist ganz wichtig, dass wir diesen Stellvertreterstreit um die bildenden Künste auflösen, ihn versachlichen und die im Osten entstandene Kunst genuin als eine deutsche Nachkriegskunst sozusagen würdigen und sie dann eben auch in den Kanon der gesamtdeutschen Kunstgeschichte integrieren. Meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch über ostdeutsche Kunst und Ihre Wahrnehmung im 30. Jahr nach dem Mauerfall. Das war unser Blick zurück auf 2019 in der Kunstwelt und das vielleicht wichtigste Thema dieses Jahres in Deutschland, 30 Jahre Mauerfall. Wir haben über den Umgang mit Kunst in der DDR vor und vor allem nach der Wende gesprochen, eine Diskussion, die bestimmt weitergehen wird. Und wir werden Sie hier bei Tagesschau24 begleiten, auch im nächsten Jahr. Bis dahin.